Oh Gott. Oh Gott, wieso habe ich gerade D gedrückt? Da bleiben wir lieber weg. Soll Warwick da hinten einfach machen. Segel setzen. Let's go. Fokus voll auf Farm. Ich schieße immer zuerst. Nichts als Pulver, Jungen. Ist das Aphelios? Ich weiß, was ich tue. Moin moin. Ah, Kakumo, du hast absolut recht. Warte kurz. Ich fix das gleich, sobald ich hier aus der Range bin. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. So, jetzt. Oh oh. Dass wir das überlebt haben, ist aber auch schon ein Witz eigentlich, ne? Nein. Oh, das war mega close. Oh, nice, Warwick. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich habe irgendwie Lex, oder? Habe ich Lex? Ich bin mir nicht ganz sicher. Fühlt sich gerade nicht so an, als wäre das irgendwie ruckelfrei.
Dann gehen wir mal zurück in die Base. Ich habe ein gutes Gefühl hierbei. Vielleicht kriegen wir den. Oh, das ist nicht gut, Warwick. Nun wird nicht übermütig. Was pinkt denn der mich die ganze Zeit? Einfach versuchen, im Farm vorne zu bleiben. Was haben wir denn hier? 30 zu 48. Ach du lieber Gott, ich bin meilenweit hinten. Irgendwie ruckelt's, also irgendwie. Ich weiß nicht was, aber irgendwie. Sicher, dass du mit mir fertig wirst? Oder? Sieht man das irgendwie im Stream, dass das so ein bisschen delayed ist? Da komme ich ran, 65 zu 70. Das war auf jeden Fall ein starker Ulti. Versuchen im Farm hier wieder zu kommen. Sehr gut, Warwick. Ach Gott. Guck, ich klick was und dann leckt's irgendwie. Gefühlt. Pff. 65 zu 54. Ich bin wieder am Aufholen. Bin wieder am Aufholen. Terminiert. Kein Problem. Perfektes Gleichgewicht. In deinen Augen leuchtet die Gefahr. Darauf stehe ich. Hey!
Nein. Wieso renne ich denn da rein, ich Idiot? Das war so nicht geplant. Oh, der Warwick ist schon... Er ist schon ziemlich dick. Sicher, dass du mit mir fertig wirst, Beschwörer? Ja, das war... Ich habe gerade wirklich gedacht, Lux oder Warwick, auf der Höhe bin ich. Ich habe gerade nicht gedacht, dass ich so weit reingehe. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Ey, ist das Ding... Wo läuft der hin? Das ist richtige Clowns-Fiesta. Also nicht nur von meinem Team, sondern auch von mir. Aber Warwick und Mundo regeln. Da läuft es nicht so krass ins Gewicht, dass ich hier 1-2 nur stehe. Irgendwas ruckelt hier. Leute, irgendwas ruckelt hier. Ich kann es mir nicht erklären, aber irgendwas leckt. Kein Problem. Oh, eine dumme Befürchtung, was? Die Gefahr, darauf stehe ich. Sicher, dass du mit mir fertig wirst, beschwöre. Ich glaube, jetzt ist es weg. Jetzt kommen auch die Schüsse an, wie ich das will. Viel Beute für die Meute. Jetzt läuft das hier auch. Was haben wir denn? 102 zu 76. Das ist ein bisschen blöd. Lass uns mal ein bisschen reinpushen hier.
Das war schon mal gut. Wir kommen 20 CS, kommen hier ran. So, jetzt kann es gleich loslegen. Ja, ich glaube, die wurde gesnärt von Aphelios. Ich glaube, die konnte das nicht einsetzen. Weil der hat ja auch geultet. Wow. Das war aber viel Damage. Kein Problem. Das war viel Damage. Das war mein Fehler. Jetzt sind wir schon wieder 20 CS ungefähr. Ne, 30. 30 CS. Komm, snare doch mal. Weil da hauen die auf den ADC darauf. Hauen die auf den ADC drauf. Gut, dass mein Team so weit vorne ist. Ich wollte gerade sagen, da hatte ich mega Glück, dass ich da überlebt habe. Und dann bin ich gestorben. Ich hätte direkt rauslaufen sollen. Nicht stehen bleiben. Aber die Teamfights gewinnen wir aktuell noch relativ easy. Wenn Mundo am Start ist. Ich habe keine Ahnung. Die sind alle so toxisch. Ich habe Gott sei Dank den kompletten Chat ausgemacht. Das ist echt gar nicht mehr meins.
Wir sind alle in der Mitte. Können wir ja ordentlich eigentlich reinpushen, oder? Tja, Lux hat leider nichts getroffen. Ich habe ein bisschen Angst gegen Kayle da oben alleine. Kein Problem. Oh, das war schade. Ich kenne Kayle seine Angriffe auch absolut nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man gegen Kayle spielt. Kriegt er die? Schade. Schade, schade, aber die pingen echt viel, ne? Mann, oh Mann. Das kriegen wir hin. Ich beliebe in mein Team. 129 zu 143. Vom CS sind wir gar nicht so weit auseinander. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Was machen die denn? Lauf nach vollends in den Tod. Ja. Gucken, ob ich in diesem Spiel hier noch aufgeholt bekomme. Oha. Komm ich da weg? Komm ich da weg, ist die Frage. Junge, 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 ey. Crazy. Gerade noch so weggeflasht. So, Leute, jetzt haben wir den Sammler. Und jetzt können wir uns noch hier noch zwei Angriffdinger holen. ...142 zu 50. Also vom Farm sind wir jetzt fast vorne. Oder zumindest mal even.
Ah, die unterschätzen aber jetzt auch meine Power. Darf nicht zu deep reingehen. Das war close, ey. Ich hätte noch Ulti, wenn die drauf gehen. Ich hätte noch Ulti. Der one-shottet mich quasi. Wenn es grau wird, muss ich weg. Ist jetzt aber auch echt letzte Runde, ey. Komm, zuerst sind wir rangekommen, von den Kills sogar auch fast. Also viel weiter vorne ist der gegnerische ADC jetzt auch nicht mehr. Ich habe mich quasi zurückgekämpft mit meinem Team. Die fighten da schön ohne mich. Das Fortune macht aber auch wirklich Damage, ne? Holy moly. So, biegen die jetzt ab zum Dragon. Soll ich mich nämlich hier auch wegmachen? Der Spaß beginnt. Wir hoffen, dass mich hier gerade keiner irgendwie abfängt. Hey, war schon sogar die Soul. Mundo rennt einfach rein. Ist dem scheißegal. Ja, weiter, oder? What? Er hat mich nur mit dem Ulti aus dem Leben gebombt. Ja, das war's aber, glaube ich. Oder? Kann man beenden? Wow, die Lux. Mit zwei Leuten. Mit, glaube ich, eine knappe Kiste.
Alter, Warwick hat einfach alleine. Lol. Ich push jetzt einfach mal hier die Lane. Auch wenn ich keinen Baron-Buff habe. Kam wirklich spät, oder? Hab ich mich auch gerade gewundert. Na, ich spiele jetzt einfach mal hier die Lane raus. Lässt die Lux mich natürlich hier komplett alleine, ne? Ein Gegner wurde getötet. Nun wird nicht übermütig. Das ist gut, Keil ist da oben. Das war's jetzt aber. GG. Okay, Leute, das war's. Morgen früh gibt's Runet King. Und übermorgen gibt's auch Runet King. Also wir haben jetzt noch 2 Tage, wo wir morgens Runet King spielen. Und ab Freitag geht's los mit Final Fantasy. Da ist auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch und wir sehen uns im nächsten Stream. Haut da rein und ciao, ciao!